Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patch Dined Waddle Key auf dem Privatserver Rising Gods im heulenden Fjord. Hier unten im Halunken-Eck. Jetzt schnappen wir uns mal die nächsten. Was brauchen wir noch? Fleisch? Hier? 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 Ach, wir haben jetzt beide Quests hier unten drin, nicht? Da können wir doch glatt mal und so hier rein. Schnippen und gebufft Zimmer. An dem dürften wir jetzt vorbeilaufen dürfen. Ich weiß nicht, ob du das mit 71 hinkriegst oder 70 oder 68. Den brauchst du nicht machen. Oder? Nö, der gehört nicht dazu. Wenn du hier runterläufst, normalerweise klatscht du den, dann springt er runter und rennt dann zu dem Bärchen. Was dir gleich um die Ecke kommt. Mich? Ist der weiter oben? Doch, der schnarcht da und weckt den oder was? Und dann stirbt er. Hm, seltsam. Weil der droppt dort Horn. Mhm. Also muss man es doch in der Richtung machen, dass der den erstmal weckt. Aha, aha, aha. Währenddessen können wir uns erstmal das hier holen. Bei mir ist der Bär immer hier drin rumgelaufen. Ich konnte ihn immer einfach anklatschen. Hier, nö. Da liegt noch einer. Da hat sich jemand hingelegt. Gut, dann rennen wir nochmal nach oben. Naja, komm, ja, dann machen wir auf die altmodische mit Heilung und allem drum und dran. Sollte ich mich vielleicht nochmal buffen? Ja, komm, wir wollen es mal nicht übertreiben, obwohl sich es jetzt lohnen würde, ne? Rums, die Bums, Krawall. Bum, Peng. Oh, da haut ihr gut rein. Trotzdem drücke ich dir den so. Einfach nur, weil es kann. Der rüstet sich hier völlig aus. Krass. Nie bekommen, dann springt er runter. Aha. Hier, Kirate. Und dann wird er auf Habst, genau. Dann ist der Flohsack munter. Und ja, geben es dem gleich mal gar schmutzig. Hart und so, von Anfang an. Weil. Boah, das. Huch. Gehen wir wieder drauf auf den. Jawohl, das sieht gut aus. Noch eine Weile? Nee, ne? Sparen wir uns. Der liegt sowieso gleich. Rums. Und fort. Dankeschön, bitteschön. Und, ne? Hast du nicht gesehen. So, da haben wir die beiden Sachen fertig. Das Inventar ist doch schon wieder so grottig. Menno. Ich kann das irgendwie nicht ordentlich haben. Hm. Woran liegt das nur? Naja, ich müsste jedes Mal ins Auktionshaus, ne? Hm. Wie hinkommen, wie wieder zurückkommen. Hinkommen, kein Problem. Na ja, gut, dann ausloggen und dann, ja, dann wieder zurückporten, ne? Und fliechen. Oder mit dem Schiff zurück. Aber dafür bin ich mal so faul. Verstehst du? Genau. Jetzt gucken wir mal, ob die Mobs da sind. Die Schaufelhauer. Hier sind schon mal erstmal die. Da sind sie mitten im Kampf, war. Ja, das geht. Wir haben keinen Befehl ein. Damit. Genau, die resetten. Was habe ich gemacht? Ach, mit Shift. Und dann können wir die jetzt so und zusammenziehen. Da kann man nämlich immer beide looten. Das ist gerade gut. Sonst bin ich halt so faul extra um zu switchen. Du kennst mich ja. So rum. Da siehst du gleich mal, wie der DPS in den Keller geht. Krass. Und damit haben wir alle. Zack. Sofort switchen. Nachbufen.
Hier wechseln wir auch die Aura. Und Miss, zu dir sind wir zurück. Gut, mach mal. So, gar lustig hierhin. Lass du uns ein wenig plaudern. Nee, lieber nicht. Das war beim letzten Mal schon seltsam genug. Kann man gut bewaffnen, Chimärenhörner. Ne, klar, bringe ich dir auch noch vorbei. Chimären haben wir ja hier in der Gegend gleich. Achso, hier, falls du dich wunderst. Daily. Ach komm, machen wir gleich mit. Tägliche Quest. Viele Veränderungen beeinflussen das Land und das Wasser. Ihr sie viele Veränderungen. Mit, ja. Die Lebensweise in Kamagua wird von diesen Veränderungen bedroht. Was werdet ihr tun? Der Weg zu einem Herzen. Zu seinem Herzen. Die Nordmeerpiraten haben den fetten Roy, den Alpha-Bullen der Seelöwen, dieser Insel abgeschlachtet. Ne? Das waren wir. Ich sozusagen. Dann haben sie aus ihm Seife gemacht, um die Decks ihrer Schiffe schrubben zu können, sauber zu schrubben. Jetzt werden sich die Seelöwen nicht paaren. Helft mir, ihre Zahl aufrecht zu erhalten. Die Riffbullen halten sich südöstlich von hier an der Zwillingsküste auf. Sie mögen ganz besonders die schmackhaften Rifffische, die am östlichen und westlichen Ufer zu finden sind. Nehmt dieses Netz hier und sammelt genug Fische, mindestens ein Dutzend, vielleicht mehr, um einen Bullen durch die Meerenge zu einer Riffkuh zu locken. Zuwerfen und locken. Du kannst auch annehmen, du Schwachkopf. Genau so. Mach ich. Ganz bestimmt. Dir drücke ich mal das Zeugs in die Hand. Stoffplatte? Nö. Stoff? Nö. Immer raus damit. Ja, ich weiß, es war ganz schwer, die zu bekommen. Deswegen sind die ganz teuer. Ja, ja. Alle Ferengis. Die sind alle gleichen. Orca? Nee, das meine ich nicht. Hier vorne haben wir ja den fetten Roy geklatscht. Und somit sind wir jetzt verantwortlich, jeden Tag hier vorbeizukommen und diese Daily zu machen, damit die ihren Spaß haben hier. So, hier musst du das werfen, dann kriegst du einen Fisch. So. Die Reichweite beträgt 20 Meter, das ist, glaube ich, erhöht worden. Genau kann ich es dir nicht sagen, das ist eine Riffkuh. Wir sollen einen Riffbullen rüberziehen. Hier gibt es nämlich insgesamt so wenig Fischschwärme, dass man das irgendwie verändert hat. Orca und... Achso, kleiner Riffhai. Oh, die Truppen auch. Ne, das ist ja cool. So soll es ja eigentlich auch sein. Dann stellst du dich hier in die Mitte, visierst so einen Mob an. Und dann kannst du werfen. Und dann kommt der hinter dir hinterhergelaufen. Und normalerweise reicht das nur eine ganz bestimmte Zeit, Weite, und dann musst du den immer wieder füttern. Aber hier scheint er wirklich komplett hinterher zu laufen. Ich hoffe, weiter, komm. Ab zur Riffkuh. Und jawohl. Fertig, brauchst also wirklich nur noch einen Viech. So. Ach, herrje, hier war ja was. Da bin ich mal gespannt, ob die Questreihe funktioniert. Funktioniert, okay. Hier ist übrigens noch ein Schwarm. Falls du mal suchst. So, bei denen ganz wichtig landen. Sind sie jetzt keine Quest. Die Düsen nehme ich auch los und jetzt legen wir gerade ab. Quest beenden. 5 Schießpulver. Wiss? Ach, die kriege ich gleich. Ins Inventar. Jawohl, das ist richtig geil. Die Schießpulver gibt es normalerweise hier unten. Danke, lieber GM, für dieses Abschließen dieser Quest. Hier unten hast du diese Viecher drin. Und du hast ganz selten auch hier diese Fässer drin stehen. Du konntest früher die Fässer looten, konntest auch die Mobs killen. Aber die Mobs fallen immer zu durchs Schiff durch. Und eine ganze Weile sind sie dann hier unten runtergefallen und sind hinten lang weitergeschwommen. Und das war ekligst. Da hast du gerade einigermaßen down, ist das Schiff los. Geschwommen, gefahren und zieht dann die Mobs auch hinterher, auch schon den angeschlagenen. Hier sehen wir auch den Solof da hinten, jawohl, das wird auch nochmal lustig. Quest beenden. Vernichtet Solof mit der dicken Bertha, wenn wir gerade hier stehen. Dicke Bertha. Ah, jetzt mal weggefahren. Dicke Bertha, wo bist du? Das ist doch eine
Kanone? Nehmt das, ihr Landratten. Jawohl, das nehmen wir. Hä? Siehst du hier eine Kanone? Ich sehe ja keine Kanone. Ich bin aber mal sowas von blind. Die musst du nämlich hinlegen. Aber die ist doch hier drauf, die Kanone. So läuft's, Beute. Hier stand früher eine Kanone drauf. Bin ich mir ganz sicher. Da setzt du dich rein. Das ist auf dem Schiff gewesen. Dann bist du... So läuft's, Beute. Feuer frei. Feuer, Feuer, ihr feigen Seerotten. Ja, würde ich ja gerne machen, aber... Wo hast denn du die dicke Bertha stehen? Ja, war doch sonst immer eine Kanone drauf. Aber hier unten ist noch keine Kanone drin. Doch, hier sind Kanonen und es ist nicht die dicke Bertha. Die steht oben drauf. Eine große Kanone und mit der konntest du bam, 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 bam. Aber die war auch sehr oft kaputt, das muss man sagen. Puh, heißt, wir müssen Solof so machen? Taucht die dicke Bertha erst auf, wenn wir sie brauchen? Ich glaube, die haben die abmontiert. Das oben drauf gepackt? Nö, eigentlich stand die hier irgendwo an der Seite. Unser sei die Beute. Ja, das soll so ruhig sein. Habe ich nichts dagegen. Die stand auch hier raus. Hast du dich reingesetzt und dann konntest du schießen. Mist. Aber der ist so groß und der macht auch Damage. Wie soll ich denn den... Seltsam. Fällt er vielleicht von alleine um vor Lachen? Mimimi, Hund. Mimimi, Hund. Was? Jetzt könntest du mal die dicke Bärde aufstehen. Hier hätte ich nichts dagegen. Original ist es so, dass du drinnen sitzt, fährst dann hier an der Seite vorbei, schießt und dann... Und fertig. Kränkt auch ganz schön zur Seite hier, das Schiff. Kann ich einen von euch anschwatzen, dass der das macht? Nö. Das war nur das, okay. Eine Bottle voll rum. Jawohl, Feuer frei, wenn ihr soweit seid. Ich bin's auch. Macht. Macht los. Ich hör's schon. Wieso sehen wir den nicht? Wo ist denn der jetzt hin? Auch vorhin haben wir doch noch gesehen, oder? Unser sei die Beute. Haben die den schon kaputt gemacht? Siehst du den? Nö. Den müssen wir mal suchen. Hilft ja alles nichts. Was hat man jetzt hier noch hier? So mal. Da ist er. Nö. 126.000 Leben. Wie soll ich denn den machen? Hä? Hier ist ja nur Schatzkekse. Lässt du dich kalten?
Das sieht nicht so aus, als wenn der sich kalten lässt. Aua, 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 aua. Ja klar, ich habe ihm 2% Leben abgezogen. Wir haben einen Baum gefunden, um den ich ihn kalten kann. Nein. Au, oh, lässt sich nicht kalten. Frau Jesus. Das macht keinen Sinn. Wer hier? Ohne die Gebärter macht das keinen Sinn. Normalerweise siehst du die auch, da kannst du richtig rangehen. Ich hab hier aber auch kein Glück mit dem Ausweichen. Mann. Das ist schlecht. Das ist ja schön, dass ihr das so geändert habt. Aber ich brauche die Gebärter. Die One-Hitte den. Zumindest so, wie sie es letztens hatten. Und. Nee, ist nicht. Ist immer noch nicht da. Jetzt hau doch mal ab hier. Genau. Haben wir hier einen rumstehen irgendwo? Nee. Dass man das vielleicht anders macht. Jetzt siehst du ein bisschen her. Was? Von denen kannst du keine nehmen. Ja, ich bin mir auch sicher, dass die oben drauf stand. Ist er nicht. Gut. Dann müssen wir so den Rest abgeben. Moment. Gerade rot, ja, waren sie. Was haben wir hier noch? Chimärenhunden, ja, das kann man dann auf dem Rückweg machen. Wir müssen ja noch hier rein. Jawohl, hier hoch. Da oben die Quest abgeben. Das ist natürlich schade, da kriegen wir auch die andere Quest auch hier nicht fertig. Aber mittlerweile sind wir ja schon bei 105, bei 100 von 105. Jetzt geht's los. Manarek Tempo, nein, Eingriffskraft Tempo, das ist schon eher was. Kritisch und Zaubermacht. Was? Aber ich hätte gerne meinen Crit behalten. Ich drücke da nicht drauf. Und hier kriege ich mehr Crit. Da könnte man Kriegshymnen klauen. Rausnehmen, weil das andere hat ja Chance so. Crit ist Crit. Man sieht sich. B. Alpha, genau. Achso, ja, man sollte es auch hier wechseln, richtig, sonst kann es nicht. Da hast du recht, das behalten wir erstmal vorsichtshalber. Wie sieht es denn überhaupt mit dem Crit aus? 20,7 und so haben wir 20,354. Omenweiber für alle, jawohl. Halt! Hier ist doch noch was anderes Schönes. Das müssen wir uns doch auch mal angucken. Braucht ihr Hilfe? Harry hat gesagt, dass ich seinen Bomber nehmen durfte, um zu Belgan zu kommen. Ich bin bereit. Boah. Schacht mir doch nicht so einen Schrecken ein. So, lehnt euch zurück. Genießt den Flug. Hier ein schön langsam. Muss ich dann gleich mal zwei Runden zusammenschnibbeln? Wir gucken hier nochmal runter, um zu sehen, dass der Verfluchter immer noch keine. Da hat das Schiff einen Satz gemacht. Jetzt wäre es noch die Gebärter zu sehen, ne? Das sieht seltsam aus. Das sieht. Ja, das liegt aber auch da dran. Normalerweise steht das Schiff dort. Aber ich kann ja jetzt die Originalroute auch nicht sagen. Ich habe mir die zwei, dreimal angeguckt. Das ist richtig, aber warum sollte man die sich merken, ne? Kaldroinsel. Warte mal, Kaldroinsel? Ist das nicht die hier oben? Ah, habe ich gerade jetzt erst dran gedacht. Das kann durchaus die hier oben sein. Und die war immer am schwersten zu erkunden. Ja, durchaus möglich. Was sind's Inseln? Hier unten siehst du ja kaum eine. Das sind ja
Na doch, hier ein paar kleine sind schon. Sind schon, sind schon, sind schon. Da hast du wohl recht. Ja, wie mache ich jetzt Sorlofs Beute schlecht? Du siehst, wir haben den halben Weg schon geschafft. Ja, durchaus. So macht man das. Insgesamt reicht es natürlich. Wir haben hier eine Quest. 1, 2, 3, 4, 5. Da sind wir schon drüber. Brauchen wir uns nicht beschweren. Aber wenn wir das nicht kriegen, können wir hier oben nicht alle abgeben. Und damit... Wieso sind das nur zwei? Es sind doch insgesamt drei gewesen, oder? Ach nee, die Rüstung brauchen wir noch. Jawohl. Nee, die Rüstung haben wir doch jetzt. Da haben wir nur Sorlofs Beute nicht. Da dürfte ich ja eigentlich mehr oder weniger egal sein. So, du siehst, wo wir sind. Hier unten immer noch. Ich mache jetzt mal zu, denn der sitzt gleich hier zur Landung an. Ah, so wie das klingt, fliege ich eher gleich hier raus. Da ist das Schiffchen, rein gehen wir nicht mehr. Hier glitzert was. Noch nicht. Ja, durchaus. Komm her, du. Die AV-Waffelchen brauchen, das kannst du aber annehmen. Mich einfach so hinterrücks zu attackieren. Das Ding wartet sogar auf den Rückflug. Ach, das ist nur ein Eisberg, alles klar. So, wir sind aber schon durch eine Runde durch. Wir machen dann später weiter. Nächste Runde. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patchdown the World, K auf dem Privatserver Rising Cuts. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.